Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Quad Couch. Bist du Fabs? Bist du Kim? Richtig. Und guck mal. Geil. Haben wir irgendwo unsere Geschlechter angegeben? Also wieso passt denn das jetzt, dass ich jetzt Das ist Zufall, oder? Meinst du? Ich würde sagen. Ich habe keine Ahnung. Zack. Kann man noch irgendwas machen? Also. Wir werden es sehen, wir kriegen bestimmt ein Tutorial. Guck mal. Wow, ich bin gegen die Kamera gehüpft. Guck mal. Wenn du den Trigger gedrückt hältst, dann kannst du hier winken. Was machst du? Den hier gedrückt halten, dann kannst du hier winken. Macarena. Okay, gut. Okay, gut. Ich starte mal, ne? Bitte. Ich bitte darum. Also ich bin gespannt, was sich hinter diesem Game verbirgt. Hauptsächlich hat mir das der gute Jetewin, der Matthias, Grüße gehen raus, der hat mir das damals wärmstens empfohlen, weil ich habe ansonsten keine Beziehung zu den Sackboy-Spielen. Und es wurde sich in den Kommentaren, also es wurde sehr, sehr häufig vorgeschlagen. Es war immer unter den Spielempfehlungen dabei. Und deswegen bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich freue mich drauf. Vor allem, glaube ich, freue ich mich einfach vor allem, dass wir mal ein Spiel spielen, was irgendwie machbar ist. Oh Gott, warte mal ab. Die Geschichte beginnt im Dorf namens Werkstatt, der Heimat der Sackfiguren, die freundlichsten und kühnsten Wesen dieses Planeten. Unter ihnen. Oh, wie süß, ich will das mit der Brille sein. Der ist süß. Ich glaube, du kannst sie später wahrscheinlich customizen, wie du bockig bist. Ich hoffe. Seltsamer Tag. Ist das der böse Bild? Wahrscheinlich. Man merkt das an dem V und an dem X in seinem Namen. Das macht mich ganz kribbelig. Sagt bloß, ihr erkennt euren alten Kumpel Wex nicht mehr. Guck mal, die Haare auf den Figuren, das ist so krass gemacht. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das war sogar ein Launch-Titel. Oder zumindest mindestens ziemlich nah am Release von der PlayStation 5. Und, Es wird euch gefallen. Ich nenne es... Man sieht halt, also ich finde, es sieht super gut aus. Er bringt jede Menge Spaß, Aufregung, Schrecken, also nur das Allerbeste. Ach geil, er erklärt jetzt schon allen, was er macht, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Macht Sinn, ne? Wir sind schon fertig. Mir fehlen nur ein paar Materialien und fröhliche Freiwillige, die ihn aufbauen. Also was sagt ihr? Wollt ihr Geschichte schreiben? Klar wollt ihr. Ich will der Typ mit Brille sein, der war süß. Nein, was bist du aber putzig? Deshalb bist du zum Schluss dran. Nichts hält ihn auf. Die kunstvolle Welt ist mein. Oh. Gott, ist das süß. Das schon allein mit den ganzen Oberflächen erinnert mich hart an Yoshi's Island. Ja, sowas, ne? So, oder so Yoshi's Crafted World oder halt diese Woolly World. Also alles, was irgendwie so handgemacht aussieht, ne? Mega. Total niedlich. Ja. Und da sind wir. Und los geht's. Also ich kann in der Luft strampeln. Ich kann Dinge sammeln.
Bei mir ist dann so ein bisschen so die Frage, bitte lass uns nicht irgendwie alles kaputt machen. Okay, gut. Wir können alles kaputt machen, um Dinge zu sammeln. Und die Controller machen Geräusche. Und wir werden niemals alles dieses Spiel zu Ende spielen. Wie hart ist dein Collector-Drang? Komm, weil das kann ich so am Anfang noch nicht... Oh. So, neues Kostüm. Wir werden ständig Kostümteile einsammeln. Ich will Kostümteile sammeln. Ja, okay. Ich will eine Brille vor allem, das sieht voll süß aus. Wow, okay, also mein Controller geht Nüsse. Ja, das ist tatsächlich... Guck mal, und die sind aus Karton. Oh, ist das niedlich. Ui. Ups. Müssen wir schon lang oder haben wir jetzt nicht was übersehen hier? Was ist hier unten? Da können wir auch lang. Na toll, jetzt habe ich es nicht gesammelt. Fabian. Wieso? Du kannst doch zurückgehen. Geh doch einfach zurück. Ja, jetzt kannst du es nicht mehr sammeln. Jetzt bist du zurückgesprungen. Nein. Was? Nein! Das ist jetzt aber deine Schuld. Nein. Guck, unten ist ein Rucksack. Okay. Alright. Oh, ist das niedlich. Nein, jetzt kommen wir da nicht. Oh Mann, Fabian. Ich hab doch gar nichts gemacht. Das ist schon, guck mal, das ist ein Yeti. Na, guck mal, das ist die. Es ist halt schon so. Oh, das ist süß. Das ist wahrscheinlich ein Checkpoint. Guck mal, das steppt das Lama. Das ist ein Checkpoint. Ich hab da vielleicht noch einen. Also, man kann auf jeden Fall keinen. Au! Ups, Entschuldigung. Toll, dafür kriegst du auch noch eine Trophäe. Dann will ich aber auch aufs Maul geben. So, fuck you. Ja, sehr schön. Wieso kriegst nur du und nicht ich? Also, ich glaube, wir haben einfach, das hätten wir bei mir auch mal machen sollen, die Benachrichtigungen auch grundsätzlich mal ausstellen. Weißt du, dass man nicht ständig da irgendwie Usernamen sieht und so weiter und so fort. Wenn du weißt, welch man. So, können wir. Ja, gut, okay, deinen Usernamen kennt man ja. Hopp! So, kommen wir jetzt hier vielleicht nochmal zurück? Oder ist das hier der Weg, den man hier nehmen muss? Oi! Neue Emotion! Yay! Gibt's nicht da noch mehr, was man machen kann? Okay, gut, whatever. Also fucking langweilig. Ich fand's süß. Ja, aber wir sagen, ich würde den Level neu starten, aber du lässt. Irre? Nein. Du lässt mich ja nie. Nein, wir machen jetzt auch nicht den Level neu, ich glaube, es hackt. Okay. Also da hinten lang? Hast du schon mal ein Sackboy-Game gespielt? Nein! Das ist ja ursprünglich von Little Big Planet, wenn ich mich erinnere. Das ist vollkommen korrekt. Wann gab es Little Big Planet? Wann kam das so raus? Boah, ich glaube seit der PlayStation 2 sogar. Ah! Sollten wir da reinspringen? Unbedingt. Oh nein, ich wäre gerne rechts noch gegangen. Scheiße, okay, jetzt wissen wir aber auch, was das bedeutet. Okay. Slap. Voll der Bitch-Slap, wie geil. Fuck you, Slap. Nice. Das ist sehr Nintendo-ig. Das ist wirklich sehr Nintendo-ig. Das ist aber nicht, denn es ist ein PlayStation-Titel. Ja. Korrekt. Also. Nicht wahr? Ja, warte mal, was stand da? Gedrückt halten zum Aufnehmen? Müssen wir das beide machen? R2. Ah, das hier. Ja, den musst du bestimmt hier reintun, damit es wächst. Zu einer Blume. Mensch, ist das schön! Also hier. Ich hab's gesammelt, was immer es war. Okay. Ja, also das war ja ursprünglich mal so ein, deswegen konnte ich damit nichts anfangen. Also das hatte ja so einen kreativen, Aspekt, dass du halt auch basteln musstest innerhalb der Level und die verändern musstest und so weiter und so fort. Und das ist jetzt hier halt gar nicht der Fall. Guck mal, da freut sich der Troll. Nam, nam, nam. Und hier ist das wirklich ein ganz klassischer Plattformer, sonst, also wäre jetzt auch Sackboy, glaube ich, nicht wie meine... Wie süß ist das denn gemacht? Guck sie doch mal an. Guck doch mal, sonst wäre das nicht meine erste Wahl gewesen, um ehrlich zu sein. Ich hab den, glaube ich, da hinten hingeschmissen. Warte mal, ich hol den mal. Ah, man kann auch drauf hopsen. Schnell, sammeln es ein. Sonst geht's weg. Ja, dann
Ja, dann hol mich. Wieso holst du? Ich hol dich nirgendwo her. Ich hab die Nuss geholt. Hau jetzt ab, ich hol die Nuss. Nein, ich will die Nuss. Oh. Sag mal, Fabian, geht's eigentlich noch? Sag mal, nein. Warum wirfst du die Nuss da weg? Na toll, Kim. Ups. Das war's mit der Nuss. Upsi Daisy. Jetzt kriegen wir nie die 100%. Oh, da hinten ist noch was. Was ist denn diese riesige 5, die da oben eigentlich rumbaumelt? Ich habe keine scheiß Ahnung. Ich habe keine scheiß Ahnung. 5 Leben? Nein. Okay. Ich mag das Slap-Geräusch. Das ist ein richtig gutes Slap-Geräusch. Gewöhn dich bitte nicht dran. Ah, wo hätten wir das bei der anderen Plattform auch machen können? Womöglich. Nee, sie schnarrt. Okay, jetzt haben wir hier wieder ein... Oh nein, warte mal. Ah, scheiße! Wir haben schon wieder was vergessen. Was, warum denn? Hinten konnte man in die Gärten gehen. Ach, gar nicht. Alter, Alter, es macht so keinen Bock, mit dir diese Spiele zu spielen. Weil du einfach wirklich, weil du einfach denkst, ja, ist mir alles scheißegal. Ich habe eh einfach eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Also wird mir langweilig. Das ist doch gar, das ist doch gelogen. Das ist so wahr. So ist das Lama. Greif das. Ah, das hat was von diesem Roboter-Ding, ne? Ja, ne? Oh, warum die da? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein geiles Gratis-Game quasi gewesen. Ach so, hier so greifen. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, auch in dem Karussell kann man sich ja auch greifen. Hab ich schon. Okay, gut. Jetzt verstehe auch ich das. Wo ist hier die Nuss für die Nummer? Da hinten. Hier sind ganz viele Glöckchens. Es ist schon sehr, sehr, sehr cute. Es ist ein sehr cute. Wholesome Game. Ja, also da habe ich auch das Gefühl, es ist einfach wirklich unfassbar liebevoll auch einfach gemacht. Also ja. Mit diesen, ich bin da sowieso ein Sucker, wenn es um sowas geht, um solche, verschiedenen Stofftypen, die man dann da sehen kann. Das ist also unfassbar süß gemacht. Ja, aber okay. Gehen wir rein, ha? Huh? Ja. Das macht mich fertig, wie viel wir jetzt schon verpasst haben. Das ist wirklich, das ist ganz schrecklich für mich. Du weißt, was das ist, nicht wahr? Oh. Das ist eine Träumerkugel, angefüllt mit reiner kreativer Energie direkt aus der Fantasiesphäre. Was? Aus der Fantasiesphäre. Die Träumerkugel aus der Fantasiesphäre. Du bist hier, um Vex zu stoppen, oder? Ja. Aber zuerst musst du alles über die dunkle, böse Energie der Albträume wissen. Sie heißt der Aufruhr. Vex plant, die gesamte kunstvolle Welt damit zu erfüllen. Im Moment nutzt er sie, um den Weg auf den Berggipfel zu blockieren, damit ihn niemand stoppen kann. Glücklicherweise gibt es ein Gegenmittel gegen dieses üble Zeug. Du hältst es in der Hand. Die reine Energie des Staunens und der Kreativität darin wird Vex Barrieren auflösen, wo immer du auf sie triffst. Ist wie so eine kleine Vogelscheuche, ne? Such nach diesen Kugeln. Sie sind der Schlüssel Mega zu deiner Reise. Süß. Der Schlüssel zu deinem Schicksal. Der Schlüssel zu... Ja, ich glaube, du hast schon verstanden. Bei unserem nächsten Treffen werde ich kosmische Geheimnisse enthüllen. Vielleicht verrate ich was über mich, wie meinen Namen. Ich heiße übrigens Scarlett. Und noch wichtiger, die Wahrheit über deine Existenz. Jo, Mensch. BND'n. Ah, cool. Das heißt, wir können es dann vielleicht einfach nochmal machen. Exakt. Oh, kriegen wir erstmal angezeigt, was wir alles nicht haben. Level abgeschlossen. Gewinner! Gewinner! Finde ich gut.
Ja, richtig so. So gehört sich das. Ist das jetzt für dich in Ordnung so? Hast du das Gefühl, wir haben jetzt irgendwas verpasst? Wir haben ein paar Sachen auf jeden Fall verpasst. Guck mal, der Donut und die Mango da rechts. Oh, wie süß das gemacht ist. Dann guck mal, die Kaffeemaschine da oben. Oh mein Gott, das ist Fernglas. Ich hab richtig Bock auf Kaffee. So, gehen wir mal auf die Weltkarte. Ja, das möchte ich mir jetzt mal hier in Ruhe angucken. Wir haben nicht in dieses Spiel reingeguckt bisher. Wir wissen gar nichts. Wirklich also, gar nichts. Na gut, wir haben uns mal eine Review von der GameStar oder sowas mal reingezogen. Ja, aber wir wissen ja jetzt gar nicht, und wie die Karte aussieht. Damit ich dir das verkaufen konnte. Okay, hier ist der Start. Ja, du hattest mich schon bei dem ersten Bild. You had me at Zack so. Boy. Warte mal, geh mal hier runter, bitte. Ich möchte mal ihr. Aha. Was ist, wenn wir jetzt hier mit... Okay, Moment, ganz kurz. Okay, hier kannst du jetzt auswählen, dass du was anderes haben möchtest. Okay, ich dachte, vielleicht kann man sich Details anzeigen, was man vielleicht nicht gemacht hat, aber ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ja. So, Ach, wie schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Findest du sowas befriedigend, wenn du so... Das kennt man ja in Games, dass irgendwas irgendwie verschleimschmiert ist oder sowas und du machst das dann wieder sauber, so. Kannst das Zelt schlagen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Gibt's ja ganze Spiele zu, die man machen kann. Genau. Und tolle neue Outfits, hä? Oh mein Gott, ich bin Fan von dem. Bist du ihr genau richtig? Gib ein paar Sammelschellen aus und kaufe umwerfende Mode. Okay, oh mein Gott, I'm sold. Ich weiß, okay, ab dem Zeitpunkt. Love it. Müssen wir jetzt. Ich will alle so ein warten. Bart wie er und ich will so eine Brille wie Anna. Zum Ausgeben. Oh mein Gott. Ich will das Angebot durchsuchen, darf ich? Oh, warte, ich habe ja auch schon eine Garderobe, ne? So, ich kann Ditte sein, aber ich will die sein. Oh, ist das süß. Aber Moment, wie kann man das denn... Achso, da muss man jetzt Sachen freispielen, damit das komplett gilt oder was, oder wie? Oh, aber ich will schon die Augen, die finde ich süßer, die Knopfäuglein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ist das süß. Guck mal hier. Oh, guck mal, wie das glänzt. Boah. Beschaut. Hat schon ein bisschen was von so einem Lederkostümchen da drin. Ja. Okay, ja. Also, wenn du es nicht machst, mach ich's. Nee, mach das. Ich will mir dann eher so die Mönchsrobe geben. Ich gebe mir die Mönchsrobe. So. Ah, hier kann ich Gesichtsausdrücke irgendwie freischalten oder wert. Ist das aufregend. Aber das ist gut. Das mag ich. Gesichtsausdruck Nummer 4. Nee, das ist mir egal. Dafür will ich kein Geld ausgeben. Emotionen? Die haben wir ja schon. Ach, echt? Ja. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen? Oben. Du bist auch da gerade. Bitte? Nee. Genau Bitte. Das. So, da kannst du jetzt aussuchen, was du jetzt... Da kannst du so auf die Taste oben, unten, links, rechts. Yay! Okay, aber den weinerlichen brauche ich. Entweder den lachenden, den ganz lachenden, der die ganze Zeit gut drauf ist, oder ich will einen grimmigen. Hier unten will ich so eine Pose. Die will ich noch haben. Mein Gott, ist das niedlich. Wie du dich fühlst. Ey, geil, Handschütteln, Teamwork. Ist ja eine Sache, ist ein super Witz. Also ich hasse ja High Fives. Ich hasse es, wenn Leute zu mir gehen und sagen High Five. Ja. Weil kriege ich die Kotze einfach, weil es ist viel zu schnell. Es ist viel zu schnell, dass man das irgendwie diesen Moment verpasst und jemand anderen da, ja, leave him hanging. Das finde ich ganz schrecklich. Deswegen, also ich hasse auch so In-Game High Five oder so. Ich finde das super cringig. Ich kann das gar nicht ab. So, also... Ich mach den, ne? Und zwar. So, das kann ich ganz hier so. Klar, ich habe mein Kostüm. Nee, Moment, ich habe mein Kostüm gespeichert, das will ich haben. So. Okay. Und mit aber dem jetzt, Gesichtsausdruck. Also, aber jetzt grundsätzlich diesen Gesichtsausdruck. Ein Rotkäppchen-Outfit. Oh Gott. Oh mein Gott. I need this in my life. Wie geht diesen? Ich glaube, so viele haben wir noch. Oh mein Gott. Oh! Und die Nachbarn so. Okay, wir haben übrigens die. Oh mein Gott, der Büffel. Ich raste aus. Ist das niedlich? Alter, ist das süß. Also ich möchte... Guck mal, der hat kleine Stöpsel, damit er niemanden pieken kann oben auf den Hörnern. Ich flippe. Guck mal, hier hat er nur die Hörner und die Ohren. Oh mein Gott. Kinder.
Ja, okay, ist klar. Du siehst aus wie Pink. Ja. Wie Pinks, wie Pink Segment. Ja, ich hab's sofort gekauft. Ja, tschüss, ist klar. Was muss, das muss. Geil. Punkrocker-Piercing. Ja, oh geil, guck mal, da verändert sich hinten sogar das... Oh Gott. Oh, ist das... Nee, ey, das, ist schon, das ist schon hart. Oh, Kinder, das ist schon wenn sehr euch hart. Gerade langweilig wird, das ist schon sehr hart. So leid. Aber oh, Katzenaugen! Aber jetzt siehst du aus wie eine Echse. Geil. Wow, und Piercings. Gibt's auch einen Septum? Oh, eine Kugellocke. Also ich warte noch ein bisschen mit Geld ausgeben. Obwohl das... hast du das jetzt schon geholt eigentlich, das Ding? Das Rotkäppchen-Ding. Also das muss... Ich dachte, das ist doch Pflicht für dich. Das Rotkäppchen... Nee, ich habe den Punk jetzt geholt. Okay. Was muss, das muss. Gut. Also ich wäre fertig, sag ich mal. Ja, ich muss es jetzt halt nur noch anziehen. Warte kurz, sorry. Also Garderobe. Fertige Kostüme. Ja. Mit Piercings sogar. Okay. Ja. Beste. Beste. Was ist denn... Ich glaube, da müssen wir einfach jetzt noch 5 andere sammeln, damit das vollständig ist. Okay. Also es gibt, glaube ich, immer ein Kostüm und ein Kostüm besteht aus unterschiedlichen Jacken, Augen, whatever. Das heißt, ich habe ja jetzt schon das Mönch, den Mönchanzug, den haben wir schon. Wir brauchen jetzt noch 4 andere Sachen, dann ist das Mönchskostüm vollständig. Aber du kannst wohl die einzelnen Sachen dann, die du hast, benutzen. Ah, okay, warte, nur noch, sorry, ja, okay, ja. Warte, das will ich haben, so. Okay, ich bin bereit. Okay, wie kriegen wir das jetzt, okay. Oh mein Gott, guck mich doch mal an, ey, ich sehe aus wie Miley Cyrus. I came in like a wrecking ball. Love it. Achso, das sind dann die festgelegten Kostüme, die man dann beim Start wechseln kann. Ja, hallo, nee, das wäre gesagt, ganz klar. Geil. Ich bin jetzt schon Fan. Also es ist jetzt schon unfassbar. Ich merk's. So viel Liebe ich zum merk's. Detail. Diese ganzen verschiedenen Oberflächen. Das ist wirklich süß gemacht. Dann kannst du auch noch das Ding da komplett customizen. Die bisher machen auch die kleinen süßen Rätsel, die du da lösen. Guck mich doch mal an, bin ich cool. Diese kleinen süßen Rätsel, die man da machen muss, ist doch total einfallsreich und total süß. Gott, ist das niedlich. Guck doch mal. Aber generell so diese Texturen, dieses Wollige und das alles. Das ist schon wirklich süß, ey. Guck mal, da oben ist ein Schlüssel oder ein. Ja. Was ist ich habe ihn geholt. Mal war es nicht, mal war es nicht. So, Schlüssel. So, bist du bereit? Da kannst du dagegen punchen und dann geht das hoch. Nicht gegen mich. Entschuldigung. Ich weiß, es ist verlockend. Aber versuch's zu vermeiden. Du hast mir gerade einfach so eine runtergehauen. Das behauptest du jetzt einfach. Ich war nicht dabei. Beim Zocken voll gegaslightet. Also wir haben es sogar auf Video, also. Okay. Ach was? Wie? Oh, guck mal, eine Zimtschnecke! Bist du sicher, dass das eine Zimtschnecke ist? Ich schwöre, ey, mit Essen kenne ich mich aus. Das ist eine. Ach, oh, nee, warte. Könnte aber auch, ein Schlafsack sein oder so. Das ist ein Schlafsack. Mit Essen kenne ich mich aus, never mind. Ah, Mann, ey. Übrigens hier diese Eiszapfen, die hier hängen aus Plastik, die haben wir übrigens auch. Die hänge ich immer auf an Weihnachten, erinnerst du dich? Ja, genau, ja. Ich musste da jetzt auch wirklich, wir waren ja am Wochenende in Frankfurt unterwegs und da sind wir auch, bin ich in so einen Bäckerladen gegangen, um temporär was zu trinken zu holen und die hatten so geile Zimtschnecken. Ich komme bis heute nicht drauf klar, dass ich die nicht gekauft habe. Wieso machst du das denn nicht? Wir wissen doch beide, du kannst nie wieder schlafen, wenn du es nicht machst. Ja, jetzt ist es halt so. Da versuche ich mich einmal wieder ein bisschen zu kontrollieren. Hallo. Ne? Bin ja aktuell jetzt nicht so auf dem Sporttrip, aber hoffentlich bald wieder. Ey, ich bin sofort wieder auf dem Sporttrip, sobald hier es aufhört, so widerlich heiß zu sein. Also ich es bin ist absolut einfach keine ekelhaft. Sommerperson. Es ist ekelhaft. Ich hasse es auch einfach. Also ich liebe den Herbst. Wir haben es gestern schon davon gehabt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass es sehr überflüssige Monate im Jahr gibt. Und das ist für mich ganz klar Januar, Februar und der August. Weil August ist einfach absolut unausstehlich heiß. Und Januar, Februar, das will einfach kein Mensch. Ja, hopp hoch. Das will einfach kein Mensch. Verdammte Axt. Nein. Ah! Ah! Oh Gott.
So. Will einfach kein Mensch, weil da ist dann gerade so das Jahr um, weißt du, man hat Weihnachten gefeiert, man hat Silvester gefeiert, so der ganze coole Teil, weißt du, und dann ist Weihnachten halt vorbei, Silvester ist vorbei, du hast gefressen und gesoffen ohne Ende über die Feiertage, bist also richtig fett nochmal, ja, und fühlst dich auch einfach nicht gut, ja, weil einfach du einfach so viel ungesunde Scheiße gegessen hast. Das war geil, war. Aber das ist so dann so, weißt du, du denkst dann so, ach scheiße, jetzt geht die Feiertagsstimmung vorbei, fühlt sich auf einmal mega fett. Okay, was heißt du? Mann, auch falsch, ich? Ja, nee. Ich? Nee, da sind wir schon. Jedes Jahr aufs Neue maximal überfressen, jedes Jahr aufs Neue habe ich viel zu viel Scheiße in mich reingepfeffert. Also Hashtag hier Raclette, ich schwöre. Also wir sind Raclette-Esser an Silvester. In religiösen Zügen, kann man schon mal sagen. Es ist schon fast kontemplativ, wie wir das Zeug dann zu uns nehmen, das muss man wirklich sagen. Ja, Käse ist einfach Beste, wo gibt, was soll man sagen? Nee. Ist einfach Beste. Also ist halt richtig geil, aber Januar, Februar sind dann so, wo du denkst, so, nee, kann man auch lassen. Oh, Moment, hier sind doch Sachen. Yeah, hier sind yeah. Sachen. Ah! Oh, dein Controller hat dich angeschrien. Oh, mein Controller hat mich angeschrien. Nicht hüpfen auf den Seilen. Echt? Warum? Weil wir sonst runterfallen. Oh, Fabian. Fragezeichen. Bonuslevel. Ach so, übrigens, liebe Leute, man hat sich ja gewünscht, dass wir Bonuslevel hier machen bei Donkey Kong. Leute, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Ihr habt schon gesehen, wie maximal dumm wir uns angestellt haben in den ganz normalen Leveln. Wo ihr selbst, obwohl ihr wusstet, dass wir das Level eigentlich schon hinter uns hatten, habt ihr trotzdem das dringende Bedürfnis gehabt, uns Tipps zu geben, wie zur Hölle man das Level schafft. Voll nett. Ist auch bestimmt für die anderen super interessant, die sich das mit angeguckt haben und gesagt haben, hey, ich will es 1000-mal besser machen als Kim und Fabs. Also ich habe mir anhören lassen, dass ich bis jetzt nicht kapiert habe, wie man springt in dem Game. Ich habe so lange so laut gelacht über diesen Kommentar, als du so richtig geroastet wurdest, wie scheiße du bist in diesem Game. Ich kam, also du hast es mir vorgelesen beim Essen und mir kam das Essen fast aus der Nase vor Lachen. Es das war stimmt. So witzig. Alter. Und dann habe ich es nochmal zwei weitere Male vorgelesen und sie hat mich zwei weitere Male genauso ausgelacht. Er hat auch so gut, das war der Dennis, war das, gell? Der dich geroastet hat. Ich habe mich so totgelacht. Ich kam nicht mehr drauf, weil es einfach stimmt. Das war knapp. Neues Kostüm, das sind Pfoten. Sehr geil. Ich habe Pfoten. Ich will Pfoten. Ja, aber ich musste so laut, so lange, so laut lachen. Das war sehr, sehr witzig. Weil es auch einfach stimmte. Also es ist einfach wahr. Und das Coole ist, ich durfte halt voll laut lachen, weil ich halt in genau dem Level nicht... Warte, kann man hier rein? Nein. Nicht gespielt habe, sondern ja die kleine Meerjungfrau war das? Oder habe ich irgendwas anderes erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Märchenstunde. Und deswegen konnte ich sehr laut mitlachen. Ich wirklich. Aber auf der anderen Seite hat man ja zu dir auch ganz klar gesagt, dass es wirklich faszinierend ist, wie krass gut du dich angestellt hast zwischendrin und wie krass dumm. Während ich so ziemlich durchgehend gleich schlecht war. Oh, was ist da? Wie hast du das denn hingekriegt? Ich habe das eingesammelt, was hier oben drauf war. Okay. Und ja, deswegen, es war sehr witzig. Ich musste sehr, sehr lachen. Weil es stimmt tatsächlich. Also zwischendrin hast du schon wirklich Schwierigkeiten gehabt. Und dann an anderen Stellen, habe ich ja dann auch gesagt, warst du wirklich unfassbar gut, ja. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber oh, dieser Roast, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich musste sehr, sehr unangenehm viel lachen. Also hast für dich unangenehm. Hast für mich du unten alles? Ja, es ist, ja. Whatever. Ja, ich frag mich halt immer so ein bisschen so, ja, also, ich habe ja schon mal ein Videospiel gespielt, ne? Aber noch nie Donkey Kong. So ist es jetzt halt nicht. Und ich frag mich halt schon irgendwie, aber da gehen ja auch die Meinungen komplett auseinander. Ich habe dann auch, also, das sind so Punkte, oh, warte, ne? Warte, Fabs.
Okay, ist okay, ich wurde dir hinterher gespawnt. Also das sind so Momente, wo ich dann, wo man es mir dann tatsächlich auch bitte gönnen muss, dass ich halt einfach in den Kommentaren da manchmal auf andere Meinungen jetzt nicht antworten kann, weil ich habe keinen Bock zu diskutieren. Also es kann ja jeder seine Meinung haben. Aber da sind, werden oftmals Sachen beschrieben, denen ich tatsächlich überhaupt gar nicht übereinstimme. Hä, zum Beispiel? Dass Ori einfach kein präzises Gameplay hat und schwammiges Gameplay hat. Also Ori ist so on point in seinem Gameplay. Ja. Also das ist halt meine Meinung so. Also das sind Sachen, die kann ich tatsächlich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also wenn du Ori drauf hast, dann sitzt halt auch wirklich jede Aktion, die man macht. Und da es halt auch ein Spiel ist, wo es sehr oft auf Zeit ankommt, muss das auch so sein. Aber ja, das ist, kann aber jedem so... Yay! Yeti-Haare! Kann jedem so gelassen werden, ne? Natürlich, selbstverfreilich. Du hast gewonnen! Oh, wie süß! Yay! Wie goldig! Ja, das war wirklich von Herzen. Richtig süß. Sehr schön. Was für ein süßes Game. Teilweise. Wir haben nicht alle kalten Füße gesammelt. Teilweise hat das so Stop-Motion-Anleihen, ne? Ja? An welcher Stelle? Das ja, in manchen Animationen, so habe ich das Gefühl. Ist das also okay? Willst du es nochmal spielen? Ist das dann eher performancemäßig? Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, weil wir sind jetzt genau eine schöne halbe Stunde in-game. Und du willst ja wahrscheinlich sowieso nochmal Kostüme gucken oder wie? Ey, yo, Leute, auf jeden Fall. Und das muss man nicht eben immer zumuten. Also, alles klar. Aber, ja, gut. Also hoffentlich gefällt es euch. Wir freuen uns total auf dieses bisher. Projekt. Also ich bin jetzt schon total on fire und ich bin mir sicher, es wird richtig süß und richtig wird schön richtig, und richtig krass. Und für euch weniger schrecklich, sich anzugucken, wie dumm wir uns anstellen. Yay! Bis dann, ciao! Ciao!